Vielleicht sollten wir unser Motorrad nicht direkt hier in der Einfahrt parken. Sondern so ein kleines bisschen. Ich glaube, das juckt am Ende nicht, ne? Aber so. Fürs Gewissen. Ah, den Infernus. Ist das der, den wir von Bernie dann bekommen haben? Wie spät ist es denn? Okay, das sind 3 Stunden fast. Ingame-Stunden. Hat er irgendwas von Dellen erzählt, die wir nicht reinhauen sollen? Ist das jetzt entscheidend? Ich weiß es nicht. Ich muss gleich mal gucken, wo wir denn überhaupt hin müssen. Okay, das sollten wir aber in den 3 Ingame-Stunden ziemlich locker hinbekommen. Und er hatte irgendwas von Abkürzung erzählt. Das weiß ich nicht, ob wir uns quasi vor den Kopf so ein bisschen drücken sollen, dass wir nicht unbedingt an Kopf vorbeifahren. Bisher habe ich auch noch niemanden gesehen. Fast bis schnell gewesen. Das Auto, also der Infernus, genau in der Farbe und der Lackierung, auch mit diesem leichten gelblichen oder grünlichen Schimmer, den haben wir doch mit Nico von Bernie dann mal bekommen. Aber Bernie wohnt ja nicht dort oben, der hat ja in irgendeinem Apartment in der mittleren Insel in der Nähe von diesem Middle Park gewohnt. Deswegen glaube ich fast nicht, dass es der ist, aber ist auf jeden Fall zum Verwechseln ähnlich. Safe, das weiß ich noch, der war so orange, genau wie der hier. Er hatte diesen Perleffekt, diesen ja, grün-gelblichen. Deswegen wundert mich das gerade so ein bisschen, ob das irgendwie noch im Zusammenhang steht. Experience the scent of a city hall scumbag. Make sure you don't scratch this on the way back, okay? Otherwise, you'll be wise to you, man. Ich muss in der Zeit jetzt auch wieder zurück oder was? Und jetzt darf ich quasi nicht irgendwo gegenfahren, okay? Vorher wäre es wahrscheinlich egal gewesen, aber da wir jetzt vom Mechaniker zurück müssen, dürfen wir keine Kratzer und sowas reinhauen. Okay, check ich. Nice, Polizei. Also wenn wir jetzt noch von der Polizei gejagt werden, dann war's das, weil die rammen ja so oft, da kannst du ja auch teilweise gar nichts gegen machen. Jo. Bevor wir nochmal eine kryptische Bodenwelle. Sind wir hier auch hergefahren? Oder müssen wir jetzt überhaupt wieder hoch? Ja, safe. Jetzt gucken wir, 2.15 Uhr. Okay, das ist noch eine Ingame-Stunde. Das, also sag mal so, das könnte wirklich noch knapp werden. Ja, also jetzt haben wir noch eine Stunde. Aber zum Glück ist es auch Nacht- und Nebelaktion und niemand ist mehr auf der Straße. Nein, wirklich, hier sind kaum Fahrzeuge, ne? Aber da will ich mich mal jetzt nicht weiter beschweren. So, hier, vor dem kommen wir noch vorbei, perfekt. Ich habe auch das Gefühl, dass die NPCs nicht so aggressiv fahren, wie sie sonst normalerweise fahren würden.
wie spät ist es denn? Halbe Stunde, nee, das sollten wir schaffen. Haben wir das Auto jetzt angelassen oder was? Ist das dumm? Ist das schon wieder dumm? Okay, $1000 ist jetzt nicht der Reiser, ne? Aber es ist okay, schätze ich. Wir haben jetzt keine Mission mehr. Gar nichts. Hey there, Sport. Well, Mr. Representative. Your little microphone is planted. I hope it gives you all the sexual kicks you're looking for. Oh, Johnny, I wouldn't want to hog all the fun for myself. I'll text you the numbers. You can have a listen, too. Maybe stick them on the web as well, once I've got what I need. Capiche? Ciao, buddy. Okay, keine Ahnung, was er jetzt uns damit sagen wollte, ob wir da demnächst wieder neue Missionen bekommen können. Aber gut. Ja, und jetzt? Also, das weiß ich nicht. Soll ich mal hier Ashley anrufen? Gucken, was da passiert. Hey, sie geht gar nicht ran. Aber das... Okay, war nicht mal der Anrufbeantworter. Ja, Junge. Nochmal, wer war noch? Ray konnte noch anrufen. Den hatten wir letztes Mal auch zu tun. Okay. Ist jetzt nicht so cool. Isabella, better, können wir nochmal anrufen. Liz, you there? Tira Bonito! Oh shit! Tira Bonito! They're coming, Johnny. They're fucking coming right now, you know? Yeah, good luck, Liz. Smart okay? Ja, warte, was jetzt? Okay, irgendwie abgefuckte Scheiße. Ja, Brian haben wir ja letztes Mal umgelegt. Den gibt's wohl nicht mehr. Ray, nee. Also, keine Ahnung, wir können jetzt auch nichts machen. Das heißt, ich würde jetzt wahrscheinlich speichern fahren und dann gucken, ob wir das nächste Mal irgendwas Neues haben, irgendwas freigeschaltet haben. Weil tatsächlich haben wir jetzt in dem Moment nichts mehr zu tun. Keine Mission. Wir können ja halt jetzt noch diese Nebenquests machen und so, aber. Ah, Ray, jetzt ruft er uns an. Aha. Ray Mundo. John John. Ashley sends a love. Yeah. You gotta give that girl another chance, you know? You guys are perfect for each other. Thanks for the advice, Ray. I was thinking the same thing about you and a coffin. You got that diamond money? You're gonna have to work for it, friend. Hope you don't mind sweating a little. Handover's happening at the Libertonian. Just make sure my man Nicky walks away with half the bread, buddy. Ciao. Ja, okay. Wir konnten jetzt im Prinzip nichts machen, weil die ganze Zeit auf die eine Mission hier hingearbeitet wurde. Und die werden wir jetzt auch machen. Ich hätte zwar jetzt eigentlich die Folge beenden wollen, aber dann machen wir das noch. Wir haben ja im Prinzip sowieso keine Möglichkeit. Ich glaube, man kann zwischen solchen Missionen, die du einmal geschottet hast, dann nicht mehr speichern und abbrechen. Deswegen suchen wir jetzt die Diamanten, um unser Geld zu bekommen. Was ja geil wäre. Wobei ich mittlerweile sage, ne, wir können uns demnächst nochmal eine Schutzweste holen. Ich müsste halt wieder anfangen, ab und zu mal ein bisschen Munition aufzusammeln, gerade in den Missionen. Ich frage mich jetzt natürlich, können wir jetzt wieder Clay anrufen und Hilfe anfordern? Amigo, feel good to have you and Terry by my side right now. You don't need to be no lone wolf biker, man. Me and Terry are coming. Aber das muss ich sagen, ist ganz geil. Ich glaube, dass diese Mission zum Großteil
so designt sind, dass du immer die Leute anrufen kannst. Und zumindest bei den meisten Missionen, die auch mit der Lost bzw. den zwei Typen hier machen kannst. Ich meine, die Spornummer ist schon weit weg und du kannst nicht wirklich mit denen rumfahren, weil die irgendwie überall gegenfahren. Aber du hast bei den einzelnen Missionen die Typen noch mit dabei. Das muss ich sagen, ist ganz cool. Hätte ich vielleicht bei GTA 4 öfter mal machen sollen, mit Rain und seinen Jungs da. Aber ganz ehrlich, das habe ich so spät gecheckt, dass man ne, da über diese extra E-Mail den als Freund hinzufügen kann oder muss, bis wir den dann seine Spezialfähigkeit freigeschaltet hatte. Da war auch wieder Weihnachten. Aber hier ist halt ganz cool, weil hier scheint es auch direkt so designt zu sein. Jo, perfekt. Soll ich jetzt noch kurz auf die warten oder kommen die dann auch hinterher? Ich denke mal, die kommen auch so. Ist manchmal auch irgendwie ein bisschen eine Waffe oder so. How's it going? Ich grüße dich. Und wir müssen hier hinter. Hey, I'm here on behalf of Ray Bacino. Hier wäre auch eine Schutzweste gewesen, aber die haben wir natürlich letztes Mal für teuer Geld uns gekauft. Jetzt frage ich mich, hier ist das ganze Wachpersonal oder wer auch immer das ist. In der Mission, wo wir hier im Museum mit Nico waren, haben wir die dann alle abgeknallt. Was ist jetzt unsere Mission hier? Terry, Clay, ja, moin, grüßt euch Jungs. Hey, all right, man. How's it going? Hey, good to see you again. Yeah, likewise. Let's hope this goes a little better than before, yeah? Come on, let's get inside. Gentlemen, gentlemen, pardon the precautions. You know how things are. No problem. Let's do this. Okay, let's see the stuff, gentlemen. Maury, come over here. Whoa, 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 whoa. Since we're having a little show and tell, let's see some money. Of course, no problem. There it is. Beautiful, huh? Unmarked bills. No history, no need to launder. Good. Nico, show him the stuff. Get in there, Maury. Isaac, look at them. Gorgeous, huh? Like condensed money. Isaac, these are great. Oh! Rest of you motherfuckers wanna die? Do something stupid, okay? Fuck you! Just get the shit, man! Come on! Okay, wir sind jetzt quasi auf der anderen Seite. Ich glaube, Nico müsste auf der Seite. Jetzt frage ich mich natürlich. Da ist kein Gegner. Ich weiß noch, dass Nico, glaube ich, auf der Seite dann weggerannt ist. Aber hier sieht man den nicht, okay. Das wäre geil gewesen, hättest du jetzt noch Nico als NPC hier gehabt. Ich würde mal die Munition hier mitnehmen. Und ein bisschen Munition sparen, indem wir unsere Pistole hier ziehen. Schon, da hinten ist noch einer. Jo, wie konnte ich den eigentlich nicht treffen? Das klappt schon noch einer, oder? Oder ist das irgendwie... Nee. Habe ich mir eingebildet? Okay. Hier hinten muss doch noch einer stehen, oder? Warte mal, wie... Ach, ich muss hier außen lang. Wo sind eigentlich meine Jungs? Kommen die nicht mit? Chill die dort hinten jetzt?
dangerous motherfucker. Okay, ich würde mal ganz kurz noch die Schutzweste mitnehmen. Ganz ehrlich hier. Dann nehme ich mal ganz kurz die Pump. Die vollautomatische. Jetzt kommen wir hier raus. Jetzt würde ich doch mal kurz. Jo, Jungs, was ist los mit euch? Na, jetzt noch mehr oder was? Ganz ehrlich hier. Schön, wie er da einfach wartet. Ach du Scheiße, jetzt flüchten die. Wehe, die entkommen jetzt, weil ich die zwei Leute dann abknallt. Ach nee, jetzt sind sie auf einmal hinter mir gespawnt. Perfekt, okay. Die haben sich auch irgendwie indoor um irgendwas gekümmert. Keine Ahnung, was da los war. Aber bitte jetzt nicht Polizei, das muss jetzt nicht sein. Weil auf dem Motorrad bist du immer so der Gefickte, wenn die Polizei hinter dir herkommt. Die sind aber auch ein bisschen schnell, hab ich so das Gefühl. Perfekt. Brother Johnny. James, where are you, man? I need to give you something. Exeter on V. What's up? Wait there. These colors don't run. Haben wir jetzt quasi das Geld, was wir bei der Übergabe für Ray abholen sollten oder mitnehmen sollten, uns eingesteckt? Habe ich das jetzt richtig verstanden oder was ist hier gerade passiert? Ich glaube, wir haben jetzt gerade für The Lost das Geld eingesteckt. Und das waren die Jungs von Ray, die eigentlich den Deal überwachen sollten. Glaube ich zumindest. Und vielleicht haben wir jetzt unsere Bezahlung erhalten. Das wäre natürlich ein Träumchen. Hey, what do you got? Got all the money the diamonds can buy. You mean all Ray's money? Fuck Ray, man. Fuck all of them here. Yeah, fuck them. I guess we're rich then. Hold on to it, brother. You bet your balls on it. $10,000, let's go. Ja, Junge, ich wollte gerade eine SMS hier lesen. Hallo. Okay, Johnny. Nikki tells me you got away with the money. Bring it to me. Nico said that. Dude, that's weird. Shit was kicking off. I don't know what happened to the money. I just wanted to get out with my life. You better not be pulling nothing, Johnny, or I'll start pulling your fucking teeth, you hear me? I like you, Ray. Still keep your sense of humor in the face of an almighty fucker. See you around. Gut, wir haben jetzt Ray das Geld abgeknüpft. Ich habe gerade hier von Stubbs die Nachricht gesehen. Gute Arbeit. Wenn du eine Verbindung zu dem Abhörgerät herstellen willst, dann ruf folgende Nummer an. Ganz ehrlich, ich will wissen, was jetzt passiert. Was machen wir jetzt? Ganz ehrlich, wir machen jetzt das Ende der Folge.
Ich würde jetzt noch zum Clubhaus fahren und wenn unterwegs nichts passiert, beende ich die Folge hier. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich denke mal, das nächste Mal werden wir die Serie wollte ich gerade beenden. Na, wobei doch, also das, ne, halt dieses Erweiterungspack The Lost and Damned beenden. Weil wir durften jetzt nicht mehr viele Missionen vor uns haben. Vielleicht mache ich wieder wie bei GTA 4 eine etwas längere Folge. Das werde ich dann sehen, wenn es soweit ist. Und vor allem, wenn ich weiß, wie viele Missionen wir noch vor uns haben. Aber die Lage spitzt sich ja zurzeit ein bisschen zu. Deswegen wird es wahrscheinlich so noch ein, zwei, maximal drei Folgen geben. Und ja, den Rest werden wir das nächste Mal sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Bei GTA 4 The Lost and Damned. Bis dahin. Ciao.